That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss, and I'll go send the message. Na, die nutzen mich doch nur aus, die ollen Schweine hier. Oh geil, Graffiti. Sprühfarbe. Wo ist er? Geil. Hi, Pinky. Aber die ist so weit. Sehe ich doch gerade. Ich glaube, mich zu wissen, ich nehme mal einfach mal ein Fahrrad mit. Oh, da steht sogar mein anderes Fahrrad noch davor. Ist doch gleich perfekt hier. Oh, so schnell kann ich nach hinten fahren. Naja, das ist doch geil. Schon mal wieder ein Fahrrad hier am Start und eins haben wir sowieso noch. Ja. Aua. Eins war ja noch in der Reserve da. Ah, auf jeden Fall geile Sache. So. Doch komm, ey. Ups. So, machen wir es jetzt richtig. Oder fahr gleich noch irgendwo gegen den nächsten Bordstein. Rechts rum. Ach, da in den Slum rein, genau. Für ein Graffiti. Was? Wichser. Warum soll ich jetzt neue Farbe kaufen? Und warum schreibt der Jimmy Boss hier? Warum schreibt er nicht irgendwas anderes? Das frage ich mich so gerade. So, erstmal hier. Ein paar Blumen kaufen. Inventar voll. Oh, Beam Cola ist immer gut. Mach mal voll. Und auch voll. Ja, danke. Was überall jetzt hier Sprühe 5 Anti-Gracer Graffitis. Was? Warum wollt ihr mich jetzt verprügeln? Lass mich da mal in Ruhe. Komm schon. Ohne Witz, Jungs. Komm, willst du ein bisschen Ärger haben? Ich hatte gerade Sportunterricht. Wontos Kick. Und du? Wontos Kick. Wontos Kick. Der nächste down. So. Nein. Nein. Ach, Kea, nicht R, sondern E drücke. Mache die Text auf Dächern fertig, um fette Belohnung zu kassieren. Machen wir. Wie komme ich denn da drauf? Auf Dächern. Naja. Machen wir erstmal eine hier. Was? Ciao. Warum jetzt auf einmal hier? Du Snitch. Damit du jemand anders hinjagen kannst. Ah geil, da sind Dinge auf dem Dach. Dinge auf dem Dach, wie komme ich denn da am besten drauf?
Einmal hier. Ach, guck mal, das ist einmal der blöde Polizist. Aber hier gibt es keine Leiter hoch, sehe ich. Oder hier nochmal hier rumgehen? Ne. Also jetzt nichts ansatzweise, wie ich da hochkommen sollte. Oder hier einfach mal so. Also hoch kann er nicht springen, das sehe ich gerade. Ja, ein bisschen fragwürdig. Wie kommen wir da hoch? Keine Ahnung. Da ist alle Penner. Warte mal, da oben können wir hin. Nur wie kommen wir denn da hoch? Müssen wir irgendwie hier schon hochgehen, aber wir können schon mal. Ich habe jetzt keinen Bock hier richtig einzukassieren. Wie viele müssen wir denn machen? Da können wir noch welche machen. Hier können wir noch irgendwo was machen. Ah, warte mal, da komme ich doch auf jeden Fall aufs Dach. Richtig? Da auf jeden Fall aufs Dach. So, und wo ist das? Ah, da ist es. Auch geschafft. Und den nächsten versuche ich mal irgendwo da zu finden, obwohl wir können den eigentlich auch gegenüber hier einfach machen. Fertig. Na und zack. Somebody is gonna get their freaking lights knocked out. Who could ever call this? Yo! Ist klar und Spur 1 freigeschaltet. 75. Respekt. Nice work, Jimmy. Und hier gibt's was nächstes. Guise Herausforderung, geil. Die nächsten freigeschaltet. This sucks. There's never anything good on TV. What? Da kam nix. Natural disasters doesn't do it for you? Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. Come and get it. You're going down. Geil, so kriegt man eine Bude. Du auch noch? Noch welche? Die meinen Humor nicht verstehen? Na komm schon. Nein. Oh, du bist größer, du bist größer als ich. Montas Kick. Alles, was ich gelernt habe vom Straßen Landstreicher hier, krieg ich jetzt alles wieder zu tun hier. Was? Versuche ich beide? Ja, hier, doppelt ausgepuncht. Yeah, das Gracer. Clubhaus freigeschaltet. Das neue Speichern ist klar. Könnten wir eigentlich mal machen wieder. Speichern. There we go. Speichern. Ja, überspeichern. Und wie viel Prozent? 30,7% erst. Haben wir noch genug zu tun. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt hier ungefähr 29 Folgen, 30 Folgen haben, ist das auf jeden Fall krass. Was macht der denn da? Hä? Das muss ich auf jeden Fall verstehen bei dir. Ja, mir kann auch weiter rum. So, Bauarbeiter. Da gibt es irgendwie ein Rennen. Oh, warte mal. Rattenschießen. Straßenrennen. Wo ist das denn? Das ist aber ziemlich weit weg. Lass sie mal in Ruhe. Tschüss. Und ich wollte noch mal zum Friseur. Ich glaube, den gibt's hier nicht.
Schau mal gerade, gibt es den in der Innenstadt? Ja, den gibt es auch in der Innenstadt. Da hole ich mir erstmal eine neue Frisur. Nicht dieses komische, diesen komischen Verschnitt, den ich den bei den Preps immer an hatte. Bestimmt wieder die olle Tuse, die ihren Hund sucht. Oh, Moment, wir können erstmal noch hier Kleidung. Nein, ich suche dir nichts. Such nicht deinen Hund, ich suche dir gar nichts. Suchen wir erstmal eine schöne, schicke Klamotten. So. Beine. Turnen und Armeehose. Desert Cargo. Ausgeleierte Jeans. Dreiviertel braun. Das für komische Baggy-Hosen, hier Cargo-Hose. Knackige Jeans. Ja. Ne, ich nehme hier die Desert Cargo. Füße, neue Sneakers hier. Stadtläufer braun. Schwarzmodische Stiefel, nein. Urban Walker Classics. Arbeitsstiefel. Ne, Cowboystiefel. Hallo, wo sind wir denn hier? Obwohl, Cowboystiefel? Ach, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Country, braune Lüfer. Ne. Stahlkappenschuhe, die treten richtig gut bestimmt. Komm, wir nehmen jetzt die hier.